Hallihallöch, meine Freunde, willkommen zum 47. Part Let's Play FIFA 13 Karrieremodus. Und als erstes muss ich mich entschuldigen, dass gestern nichts gekommen ist für die, ja, 5-6 Leute, die das hier schauen. Ja, ich hatte schlicht und einfach keine Zeit mehr, um was aufzunehmen, war fast eine Woche nicht zu Hause. Und heute gibt es ein Spiel gegen Hamburg. Die in den letzten drei Spielen haben sie Sieg, Niederlage, Sieg, und Westermann und Rajkovic sind verletzt bei Hamburg. Ja, auf welchen Platz es sind, keine Ahnung. Interessiert mich auch nicht. Ich bin, glaube ich, Zweiter oder Erster. Und das will ich auch bleiben. Was machst denn du da für Flanken, Junge? So muss das sehen. Na komm. Let's go. So, eine Woche nicht mal aufgenommen. Keine Zeit. Ganze Zeit war ich am Feiern. Und ich habe da ganz kurz in der Rangliste gesehen. FC Bayern München. Ich auf dem ersten Platz. So, Musik an. FC Bayern Standard an. Offensiv an. Letztes Mal hatte ich ja große Probleme gegen Hamburg. Nee, das war gar nicht letztes Mal. Aber was? Was soll das denn? Rudnefs. Was soll das denn bitte? Wo ist meine Verteidigung? Ich habe diesen Part schon mal aufgenommen, aber da war nach 20 Spielminuten 3-0 für Hamburg. Die hätten gespielt, das wäre das auf ultimativ. Jetzt irgendwie auch. Nach 2 Minuten einfach mal ein Tor für die. Da will mich das Spiel wieder mal verarschen. Hamburg, die größten Hurenzöhne, die am wenigsten Ahnung haben in der Bundesliga, weißt du? 9-2, sag ich nur. Ja, natürlich ist es faul, ja, weil ich's bin, weil wir jetzt das Triple haben, ja. Darum ist es jetzt ein Foul. Mir san Triple, du Hurensohn, Chiri. Mann, ey. Ist ja wohl ein schlechter Scherz. Ich hab den Ball, ja, jetzt habe ich ihn das erste Mal, den verfickten Ball, und da ist er schon wieder weg. Weil er den Ball irgendwo nach vorne schießt, wo ich ihn gar nicht haben wollte. Gut gemacht, Mandzukic. Hoffentlich kommt Lewandowski nächsten Sommer. Oder im Sommer. Dann bist du auf der Bank. Du hast zwar im Champions League-Finale ein Tor gemacht. Das ist mir jetzt egal. Alter, warum so viele Fehlpässe, ihr Hurenzöner? Kaum ist das Triple da, ist in FIFA auch gleich die Leistung weg, oder was? Ist ja wohl ein schlechter Scherz, oder? So, jetzt Benzema. Mach das Ding rein, du Hurensohn. Ja, dann Ribéry läuft noch in Benzema rein. Ja, gut gemacht. Götze, beweg dich mal. Meine Fresse. Heißt es, sie sind einmal aufs Tor gekommen. Und der Ball war drin. Das ist ja wieder mal typisch. So, jetzt Mandzukic. Wer ist das? Tor, Ribéry. Mit Abstand der Beste in dieser Saison von Bayern. Der Beste, Ribéry. Einer der Spieler, der den Ballon d'Or mehr verdienen würde als ein Messi. Oh ja. Und das meine ich vollkommen ernst. Oh. Oh, jetzt muss ich aber nachlegen hier, komm. Wer läuft da? Götze, lauf. Wer ist das? Diekmeier, der hat doch keine Ahnung, den kennt doch niemand. Warum ist Benzema jetzt eigentlich auf dem Flügel? Nein, ist er gar nicht. Das ist Ribéry, die sehen ja fast gleich aus irgendwie. Egal, jetzt. Robben. Ah, na, Ribéry. Götze. Benzema. Was ist los bei dir, Benzema? Oh, was ist das? Rudnefs hat das 1-0 geschossen. Ah, mehr wirst du nicht auf die Reihe bringen, mein Freund. Benzema. Oh, schade. Das wäre nämlich ein Tor gewesen. Da wäre der Arien durch gewesen. So, Götze. Robben. Mandzukic. Oh. Kommt der Hassgötze. Oh, komm, halt doch deinen Kopf hin. Oh oh. Salah. Einer vom FC Basel, Salah. Mohamed Salah.
Nur ist der ein bisschen besser als dieser Sala. So, Jordi Alba hat noch nichts gezeigt in diesem Spiel und hat jetzt den Ball verloren. Gut gemacht, Jordi. So, Freiburg-Gladbach ist jetzt 1-0 für Freiburg. Sehr gut gemacht, Mandzukic. Das Götze hier. Nee, Robben. Oh, Robben. So, jetzt Lahm. Profitier vom... Profitier, komm. Lol. Da steht Ilicevic. Ich dachte, der ist verletzt oder gesperrt oder so. Nee, verletzt, oder? Oh. Gibt's ja wohl nicht. Guter Pass. War das Mencien? Oh, was machst du da? Sag mal, hast du jetzt völlig an der Latte, dass du so einen Zirkuspass machst? Heilige Scheiße, ey. So, Ilicevic. Der war nicht draußen. Nee, nee, das ist nix. Ribery. Ja, Benzema. Oh, Robben, kannst du nicht mal einen Ball annehmen? Mach doch so eine Ballannahme wie im Champions League-Finale. Die war doch sensationell. So, Götze. Spiel ihn, du scheiß Momentum. Fick deine Mutter, du behindertes Spiel. Behindertes Momentum, ey. Das ist ja FIFA 98 noch besseres Momentum drinne. So, Ribery. Mandzukic. Ribery ist überall. Robben. Schweinsteiger, Mandzukic, Götze gegen Mencien. Oh, und die Flanke kommt natürlich nicht. Oh, jetzt hol da doch den Ball, du Hurensohn! Mann! Dafür macht's Company. So, ja, ist guter Pass, Mandzukic. Ein Scheißdreck bist du noch wert in diesem Spiel, Mandzukic. Ein Scheißdreck machst du bisher. Was war? Mach ihn! Sag mal! Wieder das Momentum! Aber wieder dieses beschissene Momentum! Das ist ja wohl ein schlechter Scherz, oder? Mandzukic, jetzt auch den Ball verloren. Unglaublich. Unglaublich. Einfach nur unglaublich. So, Robben. Götze. Benzema verliert ebenfalls den Ball, wie 90% aller Spieler. Nur Ribery nicht. So, Ribery. Götze. Sie laufen irgendwie auch nicht mehr so. Ribery. Benzema. Ja, ein Superschuss. Ein Superschuss. Wer hat gesagt, du sollst mit links schießen? Ich habe mich nach innen gedreht, damit du mit rechts schießen kannst, du Vollhonk. So, Götze. Zu Benzema. Das ist ja mal ein schöner Pass gewesen. Ribery. Momentum. Mann, ist ein schlechter Scherz, oder? Es ist einfach nur ein schlechter Scherz. Ganz einfach. So, Mainz, Bremen 1-0, Düsseldorf, Bayern 04 1-0, Freiburg, Gladbach 1-0, Wolfsburg, Nürnberg 1-1. Muss ich jetzt auch auf sehr offensiv spielen, damit es mal was wird hier. So, jetzt Ribery und Jordi Alba Seite, sie sitzt bei mir. Jetzt kann es so gut gehen. Ja, gut gemacht, Alba. Gut gemacht. Das Einzige, was er in diesem Spiel bisher gemacht hat, sind zwei Fehlpässe, Alba. Das ist einfach nur sensationell, was für ein Scheißdreck der da abliefert. Und für den habe ich 20 Millionen bezahlt, damit er mir Fehlpässe macht, das ganze Spiel. So, komm, hol er den Ball. Ja, wenigstens das kannst du. Oh, Ribery. Sehr schön, Alba. Das kannst du. So, Dante. Was? Wo spielst du denn den Ball hin, Alter? Mann, was ist das denn? Ich drehe langsam durch hier. Dieses behinderte Spiel will ja immer dümmer. So, Benzema, da. Mandzukic. Jetzt ziehst du mal ab mit dem Linken. Schade. Oh, Ribery, komm, mach einen Assist. Da ist Mandzukic. Unglaublich. Unglaublich. Mann, Mann, Mann. Also so langsam sollte es hier schon mal das 2-1 geben. Für mich, es wäre mehr als verdient.
denke ich mal. So, Mandzukic. Robben, oh, was schießt du denn mit rechts? Was machst du denn da in der Mitte? Da muss Götze stehen. Aber nee, der ist hinten. Was auch immer er da hinten macht. So, Mandzukic. Benzema. Oh, René Adler, ja, da haben sie halt den zweitbesten Torwart. Und seht ihr, bei FC Bayern 7 Schüsse, Hamburg einen. Und wer hat ein Tor? Ja, Hamburg hat auch eins. Aber jetzt, Mann, ey. So, mach mal hin, du scheiß Adler. Die beiden besten Torhüter aus Deutschland spielen gegeneinander. Und beide wurden einmal geschlagen. So, Ribéry. Schuss Nummer 8. Ja, jetzt auch ein Warten und Warten. Mann, ey. Ja, was ist das denn? Benzema. Ein Scheißdreck ist das, ja. Ja, was ist denn jetzt? Faul oder was? Ich hab ihm doch nur den Ball genommen, du Hurensohn. So, jetzt wird gewechselt. Der mit Abstand Schwächste. Aber was ist Kompanie verletzt? Warum denn? Vor allem dieses Scheißding ist jetzt wieder im Weg. Jetzt seht ihr, wie behindert das Spiel ist. Jetzt muss ich mit dem das, den Scheiß noch fertig machen. Shaqiri kommt für Robben. Und Müller für Götze. Oh, das Ding da soll jetzt weggehen. Ich weiß, dass Hamburg gewechselt hat. Ihr müsst mir nicht auch das ganze Spiel lang zeigen, damit ich nichts mehr sehe vom Spiel. Verdammten Wichser. Unglaublich, diese Spiele. So, jetzt ist es weg. Freiburg-Gladbach 1-1. Und er kommt tatsächlich an den Ball. So, jetzt King, der Neue. Benzema gegen Menzien. Benzema hat irgendwie keine Ausdauer mehr. Unglaublich. Wäre ich doch einfach mit King gelaufen. Was macht dieser Badelli da? Ist ja wohl ein schlechter Scherz. Und du, was läufst du weg vom Ball? Ein Stürmer läuft nicht weg vom Ball. So, jetzt Benzema, enttäusch mich nicht. Benzema, bitte, bitte, mach doch da das 2-1. Shaqiri, komm, du machst gute Ecken. Kompany, Ribéry, Danton, jetzt Schuss. Nochmal Ecke. Ribéry. Steht Kompany. Shaqiri mit rechts. Kompany. Der Ex-Hamburger. Kompany. Schuss wie eine Großmutter. Oh, sehr schön gemacht von King. Shaqiri. Benzema. Er geht einfach nicht rein, der Ball. Nicht mal, wenn er angeschnitten ist. Also es sollte etwa 5-1 stehen für mich. Und was ist für ein Resultat hier, Kompany? Komm. Ist das dein Schuss gewesen? 7 Meter daneben. Ah, ist nochmal Ecke, ich dachte schon. So, nochmal Kompany, komm. Ribéry. Dante. Nein, das gibt's doch nicht. Was will denn dieser René Adler noch alles halten? Jetzt Dante. Immer noch nicht. Wer bietet sich an? Dante, nochmal. Schweinsteiger. Wer noch? Wer will den Ball? Kommt schon, Leute. Schweini. Fresse, ey. Shaqiri. Super Einsatz von Shaqiri. So, Ribéry. Und da verliert Schweini noch einen Kopfball, weil ich glaub's ja nicht. Und jetzt, komm. Ja, komm. Zweiter Schuss, zweites Tor. Ich drehe hier langsam durch, Leute. Ich drehe hier langsam durch. Wenn das hier 1-1 endet, dann verstehe ich dieses Spiel nicht mehr. Ich spiele auf fucking Profi und dieser Torwart spielt wie auf Ultimativ. Er spielt wie auf Ultimativ. Und der scheiß Gegner kommt jetzt dann ein zweites Mal aufs Tor und macht dann wahrscheinlich das zweite Tor. Komm, Shaqiri, bitte. Benzema. Was für ein beschissener Pass das wieder war.
So, Benzema. Komm! Nein! Er hält ihn nieder! Er hält ihn einfach wieder! Und jetzt ist noch abseits! Leute, ich drehe langsam durch! Was ich alles für Chancen habe! Das ist nicht normal! Und diese scheiß Fehlpässe die ganze Zeit, da gehen wir auf den Sack! Die gehen mal einfach auf den Sack! Kaum bist du mal Erster in der verfickten Tabelle, ist der scheiß Gegner wieder so gut wie auf Ultimativ. Guckt's euch an! Guckt's euch an! Es ist ja wohl ein schlechter Scherz! So, jetzt, Müller, lauf um dein verschissenes Leben! King! Nein! Du hast 93 Pace, willst du mir sagen? Am Arsch unten! Nein! Ich schwör's euch! Gott, ey! Ich drehe hier langsam durch. Wenn ich jetzt dieses Spiel verliere... EA sollte man eine E-Mail schreiben und ihnen sagen, was für ein beschissenes Spiel sie gemacht haben. Es ist noch nicht fertig. Ich dachte schon, jetzt ist fertig. Einen Angriff habe ich noch. Muss ich ausnutzen. Jetzt pfeift er dann ab, so im letzten Angriff. Lahm. Nochmal Eckball. Ribéry, komm. Enttäusch mich nicht. Benzema. Pfosten. Nein! Wie kann man nur so ein Glück haben? Wie kann man nur so ein Glück haben? Es ist doch unglaublich, wie man nur so ein Scheißglück haben kann. Tschüss. Tschüss, bis morgen. Tschüss.